Du musst sie loslassen. Wir haben noch einen. Ich hier einfach rein. Letzter Halt. Apollo. Wie schön. Aber zu teuer. Nicht so wie der Mercury Tower. Die Hypothek bei der Geldbank ist unterschrieben. Oh, hör jetzt auf, immer so zu laden, Spiel. Ja, nur 40 Stunden geöffnet. Oh, der macht schon sauber. Ich glaube, der hat nichts mehr für uns, oder? Danke für deinen Besuch. Was führt dich her? Nee, du mach mal sauber. Du räumst schon auf. Ich störe nicht länger. Okay, das ist natürlich halt ungünstig, wenn ich jetzt in die ganzen Läden gehe und es immer nachladen muss. Hier kommen wir hoch. Kann ich mir hier eine Wohnung aussuchen? Ah, das muss ich entsperren. Kann einbrechen in die Wohnungen? Verstehe ich das gerade richtig? Wenn ich das dort einfach hacke? Die Analyse ab. Siehst du den Wissenschaftler vor dem MAST? Starrt Bäume an, klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Sprich mit dem Wissenschaftler beim Baum. Bei welchem Baum? Gibt ja hier nur einen. So schlecht geht es mir gar nicht. Oh, hier ist ein Ärztehaus. Gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ein andermal. Ich muss noch einen. Hallo Dystopia, schönen guten Abend. Aber ich kann hier ja nichts scannen. Aber was will der mit schließe die Analyse ab? Da ist was. Ja. die haben wir schon 50%. Drüben ist noch mehr davon. Ich will jetzt mal irgendwas auf 100% bekommen. Okay, also das, was ich jetzt auf 100% habe, ist dann jetzt einfach grün. Und da, wo mir noch was fehlt, ist es immer noch blau. Hellblau kannst du noch scannen, dunkelblau ist gescannt. Ja. Ich habe nochmal alles genau abgesucht, weil ich mir sicher bin, dass ich irgendwas mega Peinliches übersehen habe, aber egal. Muss ich wohl googeln. Ja. Weil es bringt ja nichts, mal. Dich ärgert das, weil du es nicht findest. Ja, manchmal ist es... Du googelst ja nicht nach irgendeiner Rätsellösung. Du googelst ja einfach nur, wo dieses Teil ist, was dir fehlt. Ich denke, das ist okay. Und selbst wenn man nach einer Rätsellösung... Kann ich dich eigentlich scannen? Selbst wenn man nach irgendeiner Rätsellösung googelt, ist das ja an sich auch nicht schlimm. Ich bin da relativ entspannt. Kupfermünze nach 4 Stunden Starfield. Ist vom Minenarbeiter zum Constellation-Mitglied aufgestiegen, hat gegen Weltraumpiraten gekämpft unter schwersten Bedingungen, da Vasco immer im Weg steht. Ja. War überladen, ja. Hat ihre erste Weltraumschlacht gewonnen und New Atlantis besucht. Dort gleich erstmal einen Job gefunden und überlegt nun zusätzlich in das Geschäft von Wohnungseinbrüchen einzusteigen. Ach ja, ein günstiges Witzebuch und überteuerten Kaffee gab's auch. Danke für die Zusammenfassung, Susi. Was sagst du zu dem Spiel? Ich bin froh, dass ich reingeguckt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal anmache. Also das liegt aber nicht am Spiel. Ne? Also ich bin so ein Mensch, Spiele, die ich gern spiele, spiele ich nicht weiter. Das ist ein bisschen mein Problem. Ja, also ich glaube, ich werde es nicht nochmal spielen. Einfach, weil ich noch andere Sachen spielen könnte. Schadgas. Nö. Weg da. Das Scheißteil ist einfach draußen. Oh, aber du hast es gefunden, oder? Seid ihr? Süß seid ihr! Ich will euch nur scannen. Macht ruhig, bitte. Ich habe euch gescannt. Ich gehe schon. Tschüss. Macht ruhig, bitte. Ist ja gut. ein bisschen angeschrien, Chat. Was ist das für ein Riesengras? Opfer. Gottesanbeterin. Aber wie gesagt, oh, du hast es gefunden. Und da kannst du jetzt weitermachen. Habe ich jetzt eigentlich mein Fazit komplett geäußert? Ich finde es tatsächlich nicht schlecht. Es ärgert mich auch ein bisschen, dass ich es auf der HDD installiert habe. Und deswegen ich oft so lange Ladezeiten habe und Soundbugs und so. Ich habe bisher natürlich noch nicht so viel gesehen. Das, was ich gesehen habe, war aber ziemlich cool. Ich glaube aber, dass ich das Spiel nicht nochmal starte. Und das liegt, wie gesagt, nicht am Spiel, sondern an mir. So. Das ist mein Fazit. Ich habe hier ein bisschen was gescannt. Auch schön. Ja. Macht das, Susi. Schönen Abend noch. Ich mache jetzt auch nicht mehr lang, wirklich. Ich wollte 2 Stunden kurz reingucken. Es sind 4. Kann ich nicht viel zu sagen, ne? Schönen Abend noch, Susi, und wir hören uns. Na, da ist noch so ein Ding. Dann habe ich das auch auf 100. Nice. Du spielst also nur Spiele, die du nicht so gerne spielst? Nee. Das Problem ist, mir gefallen zu viele Spiele. Und ich habe ein Problem. Ich fange immer Spiele an, finde die super, mega gut, spiele die 2 Mal und dann spiele ich die nicht weiter. Einfach, weil... Ich weiß nicht... Weil ich immer wieder Neues probieren möchte und Neues angucken möchte. Und dann fange ich so viel an und bringe nichts zu Ende. Das ist ein Riesenproblem von mir. Und ich kann aktuell so ein Spiel wie Starfield nicht gebrauchen. Eigentlich spiele ich aktuell im Stream Watch Dogs Legion. Und das halt von Anfang bis Ende. Das ziehen wir im Stream durch. Das heißt, ich kann gerade nicht noch ein Story-Game gebrauchen. Und dann Anfang Oktober kommt Assassin's Creed Mirage. Das heißt, da werde ich das spielen. Und ja, Starfield passt gerade einfach nicht in mein Leben. Aber ja, man könnte es auch so verstehen, dass ich nur Spiele spiele, die mir keinen Spaß machen. Weil die mir Spaß machen, spiele ich nicht weiter. Ah... Ist ein bisschen schwierig. Ich verstehe, wenn das nicht jeder versteht. Ja, der Pile of Shame ist leider übergroß. Es ist bei mir auch own. Es lädt. Momento. Da wären wir. Die Lose. Die Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Uhr daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie haben dringend auf uns. Okay. Das Gute ist aber, wenn man so viele Spiele besitzt, ne, man hat dann was, was man spielen kann, sollte mal irgendwas passieren. Wo man dann Zeit hat. Ich weiß wirklich nicht, wann ich meine ganzen Spiele, die ich besitze, spielen soll. Bei Steam, bei Ubisoft, bei Epic, auf der PlayStation. Ich weiß nicht, wann ich die ganzen Spiele spielen soll. Niemals wahrscheinlich, aber ich habe sie erstmal. Ich habe kürzlich Dave the Diver angefangen, liebe ich. Ich habe Roots of Pacha angefangen, liebe ich. Ich habe Contraband Police angefangen, liebe es. Und ich beende das alles nicht. Park Beyond fand ich mega gut. Und ich beende es einfach nicht. Ich bin so... Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop. Von früh bis spät, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Okay. Crazy Leute hier. Aber du könntest, wenn du wolltest. Richtig, ich könnte. Ich könnte jederzeit die Spiele beenden. Ich könnte aber auch jederzeit einfach neue Spiele anfangen. Und dieses Gefühl, ich kann, es ist schön. Ich will aber nicht beobachtet werden. Ja, es ist ein bisschen Stalker-Verhalten. PS5 erst im Dezember gekauft und auch da mehr Spiele als gespielt. Ja. Durch PlayStation Plus habe ich halt auch so viele Spiele. Ach, ich weiß nicht. Ich komme da niemals hinterher. Da muss man halt auch mal was durchziehen. Starfield zum Beispiel. Nein! Ich ziehe jetzt Watch Dogs Legion durch. Und Starfield weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es mal irgendwann günstig ist. Vielleicht. Aber ich kann es aktuell nicht gebrauchen. Okay, wir gehen jetzt hier mal noch rein, gucken mal, was passiert. Aber dann muss ich langsam Schluss machen. Ich habe auch Hunger. Deshalb spiele ich in Skyrim nur die Nebenmission? Warum nicht die Hauptmission? Weil du nicht willst, dass das Spiel endet? Oder... Schick hier. Captain. Es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ah, bitte. Lächerlich. Die Wette gewinne ich. Damit das Spiel niemals endet? Ja, aber da wird man halt auch nicht fertig. Ist ja dann das Gleiche. Wenn man immer nur Nebenmissionen macht, dann wird man nie fertig mit dem Spiel. So. Es ist ja auch immer blöd. Wenn du ein Spiel beendest, ist das immer so ein zwiegespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite freut man sich, dass man ein Spiel beendet hat, aber auf der anderen Seite ist man dann traurig, dass man ein Spiel beendet hat. So, das ging mir ja auch so bei Horizon Zero Dawn und Forbidden West und so. Oder God of War. Und man freut sich, dass man es beendet hat, aber man ist einfach traurig, dass man es beendet hat. Oder bei Stray. Habt ihr Stray gespielt? Stray ist so ein schönes Spiel. Wir haben wohl Besuch. Vasco folgt dir nicht länger. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Also wenn Skyrim nach der Mainquest zu Ende wäre, es geht trotzdem unendlich weiter. Gut, ich kenne Skyrim nicht, tatsächlich. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Aber es ist doch in den meisten Spielen mittlerweile so, Selbst wenn du die Story beendet hast, kannst du noch so viel drumherum machen. Nebenquests, Sammelsachen. Das ist ja in fast allen Spielen mittlerweile so. Also wenn es jetzt so ein Action, RPG, Roleplay, irgendwas ist. RPG ist Roleplay, Tina. Das war blöd. Aber es ist doch in vielen Spielen mittlerweile so. Stimmt was nicht? Ich habe mit Chat geredet, okay? Sag mir erstmal, wer du bist. Sarah Morgan, Vorsitzende der Constellation. Alles, was du mit Barrett besprochen hast, geht mich also etwas an. Beantworte bitte meine Frage. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist sie aber nicht. Sie ist hier, mit dem Artefakt. Geht er gleich schwimmen? Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cortrick... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Das beweist, dass... Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cortrick? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. 8000 Credits? Cool, haben wir jetzt unsere erste Mission abgeschlossen? Nach 4 Stunden? Ist aber auf Twitch ähnlich. Irgendwann folgst du mehr Leuten, als du zugucken kannst. Das sowieso. Irgendwann sortierst du ja auch aus. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe immer so Phasen. Da gucke ich einen Streamer, eine Streamerin super gerne. Dann gibt es eine Phase, dann gucke ich sie vielleicht ein bisschen weniger, dann gucke ich sie nochmal ein bisschen mehr. Und irgendwann ist es aber manchmal so, dass ich sie halt gar nicht mehr gucke. Und dann, ne, also dann sucht man sich halt andere Streamer. So, ich glaube, das ist vollkommen normal. Aber ich versuche tatsächlich immer, meine Follow-Liste bei Twitch relativ kurz zu halten. Theo, es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Du weißt, dass die Constellation mich auf Trab hält. Ich kenne dich zu gut, um das zu glauben. Du planst irgendwas, das merke ich. Gut, damit du Ruhe gibst. Es gibt Gerüchte über eine englische Übersetzung der Bhagavad Gita aus dem 18. Jahrhundert. Vielleicht hast du diesmal ja mehr Erfolg, hm? Ich hatte gelegentlich Zweifel, ob die Constellation eine gute Investition ist, aber nun... Tja, das Geld war gut angelegt. Du hättest sicher nie gedacht, dass du in so etwas verwickelt wirst. Habt ihr was dagegen, wenn ich die Ente klaue? Sind die hübsch? Man kann sich im Moment niemand besseren als Sarah an der Spitze der Konstellation. Hallo Sarah! Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Ein Freiwilligentrupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so treiben. Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Das freut mich aber. Wir müssen zum MAST, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Ich meine, manche Mitglieder der Constellation standen nicht immer auf der richtigen Seite ihrer jeweiligen Gesellschaft. Wir gehen Risiken ein. Manche von uns haben schon häufiger eine Zelle von innen gesehen. Wenn du dich uns anschließt, verschreibst du dich der Mission. Im Gegenzug hast du Freiheit bei der Wahl deiner Mittel. Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Cool. Dann, könnten wir das jetzt machen? Ich glaube aber, dass ich an der Stelle Schluss mache. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger und es ist super warm hier in diesem Raum. Ja. Ich bin außerdem morgen tatsächlich wieder da. So circa 14 Uhr fange ich morgen an. Und da spielen wir dann tatsächlich Watch Dogs Legion weiter. Das haben wir nämlich angefangen. Ja, das gibt's dann quasi morgen bei mir auf dem Kanal. Also falls ihr Lust habt auf Watch Dogs Legion, dann gerne morgen. Danke Owen für den Follow. Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Macht noch was Tolles. Und ja. War schön, dass ihr alle da wart. Hallo, Vasco. Hat Spaß gemacht. Redet doch jetzt nicht rein. Oh, nein. Ja. In diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich winke euch imaginär zu. Ich beende das hier mal.